Okay, wieder ein Secret entdeckt. Ja, das Erkranken bringt mich dauernd in Fight. Gesegneter Weihrauch. Oh Gott, wieder ein Skull da. This is most unpleasant. Höhenfledermäuse. Die Höhenfledermäuse haben den beiden aber schon ziemlich zugesetzt. What can I do? Quiet, certainly. Macht euch mal alle unsichtbar wieder, dass wir hier langschleichen können. What do you need? So, der Skull da ist auch weg. Wenn man sie sich so sieht, sehen sie irgendwie aus wie so Fledermaus-Wehrbestien. Was ja auch nicht gerade sympathischer macht. Und ja, der Raum da, der sieht unheimlich aus. At once. So, ich gehe noch mal hier hoch mit Hagrim. I'll try my best. It's no trouble. Indeed. Trakt der mäßigen Heilung, oh, ist nicht schlecht. Ja, ansonsten war hier ja nichts. Ja, das ist klar, wenn ich durch die Leichenhaufen warte, dass ich dann krank werde. Das hier sieht wieder aus, als ob da was zerstört. Oh, Madenhöhlen. Das sind Fallen, oder? Nein, das sind Maden. Und ich sollte mir angewöhnen, da alles pro Begegnung ist, dass ich auch wirklich mehr Zeug benutze. Also gerade Zauber von Alof und von Xoti. Dass es nicht mehr so ist wie im ersten Teil. Ah, die große Erdfäule da. Oh, zwei große Erdfäulen. Aber die Höhlenmadennester. Einziger Überlebender. Hey, Kumpel. Unglaublich, du bist gar nicht beleidigt. Noch nicht mal ein bisschen. Nun, wir leben immer noch. Was kommt als nächstes für unseren kühnen Fluchtplan? Bist du verletzt? Wie hältst du dich? Ich habe schon Schlimmeres überstanden und ich bin darauf eingestellt zu überleben. Mit einem halbgezwungenen Grinsen streckte er sich, um eine schmal, muskulöse, bewegliche Haltung einzunehmen. Mit der Bewegung zuckt er jedoch zusammen und hält sich einen Schnitt am Arm. Der Effekt ist ruiniert.
Du brauchst Heilung. I'm good with the thread and needle. Give me half a chance to get out of here and I'll be fine. Ich bin gut mit Nadel und Faden. Gib mir eine halbe Chance hier rauszukommen, dann geht es mir gut. Ja, warte hier, ich kundschafte die Gegend aus. Das musst du mir nicht zweimal sagen, er hat mit in der Dunkelheit Tür war auf. Also ja, da ist der Weg zurück in die Altstadt. Ja, in den Altstadtausblick. Ich frage mich ja doch eher, was hier oben ist. Ach, ich mach mal einen Quicksave. Sicher ist sicher. Da patrouillieren die Erdfäulen. Erdfäule ist eigentlich nicht so schlimm. As you wish. That's it. Makes no difference. Come on. Weil Erdfäulen sind eigentlich Tanks, die kaum Schaden machen. Und wie ich ja gesagt habe, sollte ich ein bisschen mehr Fähigkeiten verwenden. Zum Beispiel auch meinen Gefährten heilen. So, da ist die Erdfäule zerdeppert. Und ja, ich weiß, ich wollte eigentlich die Kamera ausschalten, aber eigentlich finde ich sie gar nicht mal so uncool. Dünne lilafarbene Sporen haften auf deiner Hand, als du sie zurückziehst. Schwarzpulver und Obsidianblättchen. I shall be discreet. So, jetzt fehlt hier noch der untere Bereich. Also hier habe ich... Ja, hier gut, hier war ich noch nicht drin. Aber wahrscheinlich hilft der Typ mir auch, einen alternativen Weg nach draußen zu finden. Happily. Was eigentlich ganz gut ist. Skulldrak. Stand together. Not to alarm you, but I'm slowly dying of poison. Okay, der da nervt ein bisschen, also kommt er mal. Oh, er ist tot, okay. Ja, und Edda hat ein bisschen Gift abgekriegt. Noch mehr Obsidianblättchen. Ja, gut, Skulder sind jetzt nicht die härtesten Gegner. Ich meine, im ersten Teil. Oh, die Amphoren sind mit Feuer gefüllt. Ich meine, im ersten Teil waren sie so Standardgegner im ersten Akt, mehr oder weniger. Ich habe so irgendwie das Gefühl, dass das Spiel gar nicht mal mehr in Akte eingeteilt ist. Im Gegensatz zum ersten. Wobei, vielleicht kann man sagen, dass diese Götterszenen da die Akte abgrenzen. Aber im zweiten Teil hatten wir eher geordnet. Einen Akt nach dem anderen. Unterhalb des Schutzes sind auf einem Wandbild zwei Meeresschnecken abgebildet, die sich
aus den Wellen erheben. Mhm. Ein alter Nekataka-Tempel wohl. Wollte ich die Tür öffnen? Da geht's in ein Gewölbe, in das ich allerdings gerade nicht will. Ja, hier sind Tempelruinen. Kammer der Wellen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich nochmal später hier runter muss für die Quest mit den Wasserformern. Aber das können wir ja später sehen. Ich habe hier Notizen. Monster, Mannschaft, Händler, Lehrer, Monster. Ja, machen wir das mal. Nekataka Altstadt. Ruinen mit Gewölbe. So. Gut, das hier haben wir alles abgedeckt. Diese Höhle führt nach oben, verhängt sich zu einem schwachen Licht auf der anderen Seite des Tunnels. Durch die Passage klettern, ja. Okay, hier kommen wir sauber nach oben zurück. Ohne dass wir noch mehr Verletzungen bekommen. Der Käfig wäre noch immer da. Jetzt würde ich aber erstmal gerne sehen, was ich in den Tempelruinen noch finde. Of course. Ein riesiges steinernes Gesicht. Das Becken untersuchen. Trotzdem funkelt ein heller Lichtflecken durch die Finsternis. Knochen liegen um das Becken herum. Zum Licht tauchen. Edda springt in das Becken und schwimmt hinunter. Das Wasser ist überraschend warm, hat eine ölige Textur und einen brakigen Geschmack. Doch als Edda tiefer hinunterschwimmt, wird das Wasser kälter. Das Licht in den Tiefen wird heller und klarer und eine seltsame Melodie klingt dumpf durch das Wasser. Als die geheimnisvolle Quelle näher kommt, blockiert Schlamm plötzlich die Sicht von Edda. Deine starke Strömung drückt Edda weg. Trotz all der Mühe, die es Edda kostet, gegen den Sturm anzuschwimmen, tragen Edda kräftige und volle Lungen voran, weiter zum Licht zu. Edda erreicht die Quelle des Lichts und der Musik eine leuchtende Muschel in der offenen Hand der Statue. Musik trinkt aus ihr heraus, sie ist so voll und tief wie ein Bariton. Er schwebt darüber, die Lungen beginnen zu schmerzen. Die Muschel nehmen und wieder an die Oberfläche schwimmen. Beim ersten Mal sitzt die Muschel fest an ihrem Platz. Mit ein wenig Mühe schnappt Edda die Muschel aus der Hand. Mit einem Plopp löst sich die Muschel und das Strahlen und die Musik verblassen. Edda drückt sich von der Statue ab und schwimmt los, ungeachtet der Schmerzen, die sich in der Brust breit machen. Edda schwimmt hastig zum schwachen Leuchten der Oberfläche. Du hast einen Gegenstand erhalten. Horn der Tiefen, der Gegenstand ist in deinem Lager abgelegt. Edda taucht aus dem Becken auf und klettert heraus. Jeder tiefe Atemzug der klammen Höhlenluft ist wie ein Segen. Du hörst Klappern, die Knochen am Becken reiben aneinander und stammen zusammen. Mehrere Skelette steigen aus dem Schlamm empor. Ein Skelettzauberer. Was könnten wir hier machen? Schutzkreis.
Versenktes Siegel. This thing isn't doing the job.